glaube, die sind dabei aber auch schon entdeckt worden. Jo. Naja, zumindest ein bisschen anderer Ansatz. Das ist quasi der anstandslose Ansatz. Vielleicht wollten sie auch eine Paracer-Abschussrampe bauen. Also schlauer wäre es ja erstmal, dieses kleine Haus hier auf dem Vorsprung kaputt zu machen, damit die Tektrolls alle aus sind, ne? Wäre eigentlich erstmal das erste Ziel, würde ich sagen. Genau, der Generator drin ist, aber vielleicht haben die den noch gar nicht gesehen. Das kann sein, haben sie so schön in den Busch versteckt. Manchmal macht Impi ja doch lustige Kommentare, ey. Dein Mimimi ist stark in dir. Na, ja, ohne ist. Yoda-Style. So, Railu steht hier unten. Von DSA mit Raketenwerfer in die Hand. In der Hand. Zielt irgendwo hin, aber macht nichts mehr. Er wartet darauf, abgeschossen zu werden. Auf jeden Fall kann man sehen, dass in dem Raketenwerfer eine Rakete drin steckt. Ja. Ultra cool. Feuerwehr. Keine Raketen. Hier, die Wasserknaller. Anscheinend. Ich war gerade verwirrt und dachte schon, irgendjemand hat was zerstört, aber. Das ist ja eine andere Geschichte. So now I'm back with a very delicious bottle of water. Nice, nice. Because I have 27.5 degrees Celsius in my room now. It's really hot. I don't have a thermometer. I don't know, but I feel your pain. I don't know what it's called in German, but I have the Fenster sperrangelweit offen. And this is really hot. Hot. The das Fenster? Geht nicht weiter. Fenster, yes. The window? That was fun. Oh! It goes on again. Without a restart. Oh, now it's hanging again. What the fuck? Oh, but, well. But it's really nice. From a sunny day, it switches to a very nice Sonnenuntergang. Sundown. Oh. What? Sundown. Sundown? Nee. Sunset ist morgens. Was ist abends? Sundown? Nee. Nein.
glaube nicht. Ich fand's gut. Boah, ich gehe jetzt näher ran. Alle Mann auf Absturz vorbereiten. Jetzt laufen alle wieder weg. Verdammt. Na toll. Jetzt hat er keine Feuerfalle mehr. Ich wollte auch so gerne ein Foto machen. Ich laufe halt wieder weg. Ich wurde gefunden. Ist die Sichtreichweite von dem Generator nervt irgendwie. Oh oh. Oh, sind alle schon wieder ein Stückchen weiter vorgerückt. Moin, moin. Hallo. Du Greta, welch seltener Gast zu so später Stunde. Ja, wie sieht's aus? Es nervt total ab. Wieso? Was ist los? Es hängt und ruckelt und bleibt stehen und man fliegt raus. Und Nein. Das so im Repeat-Zustand. Ehrlich? So schlimm? Ja. Haben die auch wieder so viele Schilder oder kann es daran nicht... Ja, jeder hat ein Schild. Die von den Torches haben 4. Also hatten 4. Jeder, der hingekommen ist, hat eins mitgebracht. Also das Grundsatzprinzip hier ist, du fliegst alle 3 Minuten raus. Was mich mal interessieren würde, ist jetzt, es gibt ja 2 Optionen. Also entweder es liegt an der Map oder es liegt an den Schilden. Mhm. Das wäre nochmal interessant, gerade angesichts des nächsten Formates dann, gut zu wissen eigentlich. Aber ich würde ja auch fast denken, dass es wahrscheinlich eher an den Schilden und dem Tech-Zeug liegt wahrscheinlich. Ja? Ich glaube auch, dass es das Schild und das Tech-Zeug ist. Weil würde die Map die Zone crashen, wenn irgendwie 20 Leute, 30 Leute Action machen, dann wäre das längst schon aufgefallen. Das mit den Tech-Schilden kann gut sein, dass es noch nicht aufgefallen ist, weil das einfach nicht so viele machen davor. Ja, ich glaube, das ist sowieso ziemlich einzigartig hier. Ja. Dann ist es halt so. Wir machen wahrscheinlich ja bald, also nicht so schnell wieder mit so viel krassen Tech-Zeug und so, oder? Nee. Also ich bin da nicht sonderlich von erbaut mehr, muss ich sagen. Nee, vorher war ja alles immer cool. Und vom Server läuft ja auch gut auf Ragnarok. Keine Ahnung. Aber Bugs sagte vorhin, die haben das gleiche Problem. Der Com-Server, der hat dasselbe Problem. Echt? Aber auch so mit... Ja, genau dasselbe Problem. Wirklich? Ich habe mich mal eine halbe Stunde mit Casey und NRX und was weiß ich was unterhalten, die da spielen. Und auch dann immer, wenn ein Force Shield da ist, oder? Der ganze Com-Server ist ein Force Shield. Auf dem Com-Server leben 1600 Schnecken, also... André, Mann ist ausgeartet. Was ist da schiefgelaufen?
Wir müssen wie bei der Simpsons-Folge, wo die hier irgendwelche solche komischen nach Australien in irgendeinem Frosch springen, der ist dann übelst vermehrt. Das ist übrigens wirklich so, ne? In Australien sind diese Frösche eine Plage. Da gibt's Kopfgeld auf die Frösche. Ja? Ja. Sind halt auch giftig. Froschgeld. Ja, Froschgeld quasi. Ich hab keinen FPS, aber das stimmt überhaupt. Eigentlich habe ich gar. Bei mir läuft's jetzt gerade wieder. Ja, bei mir läuft's auch gerade. Kantholz reißt gerade eine Tür ab. Ja. Und du wirst untot? Ja, ja. Hm. Ja, aber die sind noch lange nicht oben, also. Ja, bei uns waren die, ach so, oben an der Base oder was? Ja, die haben jetzt in der Session heute 2 Force-Fielder weggemacht und also so einen Aufgang gecleared. Also jetzt kommt der nächste Aufgang, dann kommt das nächste Force-Field, dann kommt eine Reihe Dino-Gates, dann kommt eine Reihe Zaun-Foundations, also Fence-Foundations gesteckte. Und dann kommt oben das nächste Force-Field, dann kommt der nächste Turret-Tower und dann kommt die Base. Oh, das interessiert mich mal, wie gut dieser Zaun hält. Der hält ziemlich gut. Der Zaun ist ultra nervig. Ne? Ich glaub, der hält mehr aus als ein Force Field. Was für ein Zaun? Gesteckte Fenstergelchens. Railings, genau. Ja. Also auf Deutsch wären es Metallgeländer. Und die halt übereinander und davon halt so 4-5 Dinger hintereinander mit mehreren übereinander gestapelt. Oh, jetzt ist ja aber gerade Offensive, ja. Ach, und davor haben, ach, die schießen gar nicht auf das Feld. Davor steht noch ein Force-Field, was noch nicht aktiv ist. Darauf schießen wir. Oh, jetzt wird's gerade aktiv. Das ist aktiv, das ist nur ganz klein. Das ist jetzt ganz klein. Ja, weil die das wahrscheinlich reparieren wollen, damit das mal, also wenn das ganz klein ist, hatten wir ja auch vor, ganz klein machen das Schild, dann wieder reparieren. Also, ne, geht ja nur, wenn es nicht angegriffen wurde für 3 Minuten und dann fährst es wieder aus. Ach, stimmt. Okay. Hat noch 60.000. Dann hast du die Hälfte der Ressourcen gespart. Das war ja auch unser Plan gewesen. Das ging dann nicht, weil irgendwas buggy war. Ich glaube, das sind wir das Lomo zusammen, weil wir sind das Lomo repariert müssen. Jetzt haben sie es fast kaputt und jetzt drehen sie ab. Nein, was hat hier gepiept? C4 oder so. Ah. Also im Moment sieht es auch echt witzig aus, ne? Also im Moment ist hier gerade Dauerfeuer. Oh, jetzt fliegen aber die Raketen hier. Hannibal Rector ist tot. Dabadia. Kannst du mir lesen? Doch da. Dabadidabada. Was? Was? So hieß der. Ach, der T-Rex? Ja. Ich wurde gefunden! Und. Kaputt. Und
von oben abgeschossen. Okay. Der andere sich jetzt schön daneben gestellt und sich auch abknallen lassen. Ja, ich glaube, die Reiter sind wieder beide tot. Ah, mein Lieblingsschüler. Das ist ein kleines Zeltchen mitgebracht, wa? Jo, Serverkiller-Zelte. Campmanberg. Anschlusslos hat jetzt ein Tech-Schild hier hinten, wo sie die Rampe gebaut haben. Und die Rampe ist auch schon doppelt so lang, wie sie vorher war. Mehr als doppelt so lang. Dreimal so lang. Jin er so kabbelt sich mit DSA. Jetzt läuft er weg. Also sein Schüler ist auch schon ganz schön blutig. Ich habe hier eine Kanone, die auf einem Tech-Schild steht. Die okay. Eigentlich, glaube ich, auf einem Paracer sein müsste, der da drunter steht. Castles oder wo? Nee, bei den Anstandslosen mit ihrem hinterrückendsten Treppenattacke da. Da hängt genau da, wo der Tech-Schild anfängt und die Rampe ist, eine Kanone in der Luft. Bei mir ist sie auf dem Parasse. Okay, das ist einfach nur ein Anzeigefehler. Die machen ja was Witziges. Wagen sich den Berg hoch. Hey, die treffen echt das Force Shield, ne? Mit den Kanonenkugeln. Jo. Voll gut. Weißt du, was noch viel witziger ist? Ha? Der Tech-Replikator steht direkt hinter der Wand. Oh, guck mal da in den Himmel. Anstandslos im GG. Wie die fliegen, ne?
Auch Castle rückt auch nochmal vor. Ja, die schweben alle da oben in der Luft. Die sind ja auch mit dem Panzer und der Kanone. Ja. Was steht da noch? 10.000? Ja, 109.000. Ach, fast. Einer Zahlendreher. Jetzt schießt Castle mit der Kanone aufs Schild. Kommt Kantholz nochmal mit Paracer und Kanone. Der Diplo brennt. So, wieder. Bibi. Oh, müssen wir eben kurz wieder eine Latte Dino Gates dahin genagelt. 67.000. 61.000. Also ich habe hier ganz komische Effekte jetzt. Oh, das Haupt-Tech-Shield, das ist schon auf 31.000 runter. Mhm, anstandslos schießen mit einer Kanone drauf. Ich habe hier gerade eine Katze, die immer wieder dasselbe macht und in irgendeine Richtung wegzischt. Oh je. Oh, dafür steht die Kanone jetzt wieder auf dem Paracel. Und Dino Gate wieder kaputt. 25.000. Ich glaube, das ist eine Badass Cannon. 12. 6. Und letzte wahrscheinlich. Ne, eine noch. 700. Oh, 795, ey. Macht's spannend. Einmal kurz 3 Schuss drauf abfeuern mit seiner Tech-Kanone. Also mit dem normalen Dingsy. Ist auch down. Das ist vorbei mit der Katze. Ah ne, doch, hier läuft sie immer noch. 793. Ich meine, der absolute Gag ist, ne? Der Replicator bzw. der Shredder steht hier hinter der unteren linken Wand. Also theoretisch könnten das noch 4 Schuss sein, also 4 gute Schuss, ist das Ding kaputt. Könnte passieren. Genau von der Seite, wo die auch kommen.